Hallo Freunde, heute werde ich darüber sprechen, wie man mit dem angebauten Windows 11 Tools sowie mit Anwendungen von Drittanbietern Videos vom Computerbildschirm aufnimmt. Bildschirmaufnahmen können in vielen Situationen nützlich sein. Vielleicht müssen Sie einen Spielmoment aufzeichnen oder ein Lehrvideo aufnehmen. Die Bildschirmaufzeichnung ist in vielerlei Hinsicht ein sehr nützliches und effizientes Tool. In diesem Video werden wir die besten verfügbaren Optionen untersuchen. Fangen wir an. Wir beginnen mit dem offiziellen Dienstprogramm von Microsoft, Xbox GameWare. In einigen Editionen von Windows 11 ist die Anwendung bereits installiert. Wenn Sie diese jedoch nicht auf Ihrem System haben, können Sie GameWare über den Microsoft Store installieren. Rufen Sie das Menü Start auf. Öffnen Sie den Microsoft Store. Melden Sie sich im Microsoft Store an. Geben Sie dann Xbox Game Bar in das Suchfeld ein. Drücken Sie die Eingabetaste. In dem sich öffnenden Fenster drücken Sie auf Installieren. Jetzt müssen wir die Xbox Game Bar einrichten. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Startmenü. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. In den Einstellungen öffnen Sie den Abschnitt Spiele. Als nächstes öffnen Sie den Unterabschnitt Datensätze. Hier geben Sie an, wo die Datensätze gespeichert werden sollen. In diesem Bereich können Sie auch den Datensatz anpassen. Nämlich geben Sie die maximale Länge der Aufzeichnung an, ob der Ton während der Aufnahme aufgezeichnet werden soll. Videobildrate einstellen. Legen Sie die Videoqualität fest. Ob der Cursor beim Auszeichnen eines Spiels aufgezeigt werden soll. Starten Sie dann das Spiel oder die Anwendung, die Sie aufnehmen möchten. Starten Sie dann GameWare, indem Sie gleichzeitig Win plus G drücken. Wählen Sie dann in der Leiste oben auf dem Bildschirm die Option Aufzeichnung. Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie dann ein Panel mit Funktionen wie Bildschirmfoto machen, die letzten 30 Sekunden auszeichnen. Aufnahme starten, schalten Sie das Mikrofon ein oder aus. Jedes Element kann auch mit einer Tastenkombination aktiviert werden. Bewegen Sie den Cursor über die Symbole. Sobald Sie mit der Aufnahme des Bildschirm begonnen haben, klicken Sie auf eine leere Stelle. Das Xbox-Bedienfeld wird minimiert und die Aufnahmeinformationen werden in der rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Um die Auszeichnung zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Auszeichnen oder die Tastenkombination Win plus Alt plus R. Navigieren Sie zum GameWare, indem Sie Win G drücken. Öffnen Sie die Liste mit allen Auszeichnungen. Klicken Sie auf die Registerkarte Alle Datensätze anzeigen. Hier können Sie eine Vorschau der Bildschirmaufnahme sehen. Videotitel ändern. Alternativ können Sie die Datei auch in einem Ordner öffnen. Manchmal lässt sich Xbox GameWare nicht öffnen oder schaltet sich ständig von selbst ab. Das kann behoben werden. Gehen Sie zum Startmenü, Einstellungen. Apps, Unterabschnitt Anwendungen und Funktionen, suchen Sie nach unserem Programm, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite, öffnen Sie die Registerkarte Erweitert, suchen Sie nach der Schaltfläche Berichtigen. Starten Sie Anwendung berichtigen, dies wird einige Zeit dauern. Nach Abschluss des Vorgangs wird anstelle des Fortschrittbalkens ein Häkchen angezeigt. Sie können die Anwendung auch zurücksetzen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können.
Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Meiner Meinung nach ist Xbox Game per App eine großartige Lösung für die interne Bildschirmaufnahme unter Windows 11. Die Einschränkung, dass nur eine geöffnete Anwendung angezeichnet werden kann, verhindert jedoch, dass sie die Liste anführt. Für die Windows-Plattform gibt es zahlreiche Anwendungen für die Bildschirmaufzeichnung. Um dass es unmöglich ist, alle Anwendungen zu zeigen, wollen wir uns die besten verfügbaren Optionen ansehen. Dies ist FreeCam, ein kostenloses Programm. Es ist einfach zu bedienen, aber sehr effektiv. Besuchen Sie die offizielle Website, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, klicken Sie auf Download. Führen Sie dann die Installationsdatei aus. Nach der Installation starten Sie das Programm FreeCam. Wenn Sie das Programmfenster öffnen, klicken Sie auf Neuer Eintrag. Dann müssen Sie Erfassungsbereich des Bildschirms ändern. Geben Sie zum Abschnitt Erfassungsbereich. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorbild. Sie können auch eine bestimmte Anwendung für die Auszeichnung auswählen. Oder Sie können einen bestimmten Bereich auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnehmen. Dann beginnt ein Countdown 3 Sekunden auf dem Bildschirm, bevor FreeCam mit der Aufnahme beginnt. Drücken Sie es auf der Tastatur, um die Aufnahme zu beenden. Damit wird die Auszeichnung geöffnet. Im Vorschaufenster können Sie das Video bearbeiten. Wenn keine Bearbeitung erforderlich ist, können Sie das Video direkt auf YouTube hochladen oder es einfach speichern. Mit dem integrierten Editor können Sie den Ton aus dem Video entfernen, Rauschen entfernen, unerwünschte Frames zu schneiden und Übergänge erstellen. Um den Ton oder das unerwünschte Bild zu entfernen, wählen Sie das gewünschte Bild aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Entfernen oder Auswahl mit Stille füllen. Klicken Sie dann auf Speichern und Schließen und zum vorherigen Fenster zurückkehren. Klicken Sie nach der Bearbeitung auf Als Video speichern. Sie können die Aufnahme auch auf YouTube hochladen. FreeCam ist ein relativ einfach zu bedienendes Programm, das für den einfachen Gebrauch hervorragende Funktionen bietet. Es gibt auch anspruchsvollere Programme wie OBS, Open Broadcast Software. OBS ist eine beliebte Anwendung, mit der Tausende von Fernsehenden auf verschiedenen Plattformen senden. Das Programm kann aber auch einfache Videoaufnahmen auf dem Computer erstellen. OBS ist wahrscheinlich eines der besten Tools, die es gibt. Es ist völlig kostenlos. Um OBS herunterzuladen, folgen Sie dem Link in der Beschreibung. Wählen Sie unsere Plattform, in meinem Fall Windows. Führen Sie die Installationsdatei aus. Nach der Installation führen Sie das Programm aus. Danach wird der Auto-Konfiguration-Assistent geöffnet. Klicken Sie auf die Registerkarte nur für Aufnahme optimieren. Klicken Sie auf Weiter, geben Sie Auflösung und Bildrate an. Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf Einstellungen übernehmen. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Quellen.
und fügen Sie unser Bildschirmfoto hinzu. Klicken Sie auf Weiter. Sie können auch neue Quellen hinzufügen, zum Beispiel der Text für das Logo. Für die Spielaufnahmefunktion stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Anzeigen. Gehen Sie auf die Registerkartensteuerung, klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnahme starten. Um die Aufzeichnung zu beenden oder zu pausieren, kehren Sie zum OBS zurück und klicken Sie auf Aufzeichnung beendet oder Pause. Wenn die Aufzeichnung gestoppt wird, wird der Pfad zur Aufzeichnung in der linken Ecke der Anwendung angezeigt. Meiner Meinung nach ist dies die beste Option für eine kostenlose Software zur Bildschirmaufzeichnung. Sie verfügt über umfangreiche Leistungsmerkmale und ist auch für Anfänger leicht zu bedienen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.